Doc wird Ihnen präsentiert vom 100% elektrischen Nissan Leaf. Guten Abend. Grüezi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bitte, kommen Sie rein. Merci. Buonasera, signor Maxwell. Gut, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und Ihnen einige Fragen stellen, möchten wir wissen, weshalb Sie Schweizer werden wollen. Vous voulez devenir Suisse? Mit der C-Bewilligung können Sie hier in der Schweiz bleiben. Was hat Sie bewogen, Schweizer zu werden? Für mich war die Anhörung, kam mir vor wie bei der Inquisition. Ja, schon wie eine Prüfung bestehe ich oder ich bestehe sie nicht. Ich gebe meinen Kollegen das Wort. Wir wussten, dass es 13 Personen sein werden, aber nicht, was für Fragen sie uns stellen. Es gibt Bewerber, die wissen nicht mal, wie das Viertel heißt, in dem sie wohnen. Können wir? Warum wollen Sie Schweizer werden? Auch wenn du vieles weißt, bist du nie sicher, ob du alle Fragen beantworten kannst. Ich finde, der rote Pass soll schon noch einen Wert haben, soll schon ein Gipfel sein, wo man erklimmen will. Wir vergeben den Schweizer Pass nicht leichtfertig. Ich finde es normal, dass es so abläuft. Das Schweizer Einbürgerungsverfahren ist das strengste in ganz Europa. Zwar gibt es nur einen Schweizer Pass, aber über 2000 Wege, ihn zu bekommen. Das entspricht der Anzahl Gemeinden in unserem Land. Zum ersten Mal haben kommunale Behörden in allen 4 Sprachregionen Zutritt zu ihren sehr vertraulichen Anhörungen gewährt. Bei dem entscheidenden Schritt vor der Kommission müssen die Bewerberinnen und Bewerber ihre Swissness unter Beweis stellen und zeigen, dass sie das Räderwerk, das unser Land antreibt, bis ins kleinste Detail kennen. Willkommen in der Einbürgerungsfabrik. Willkommen bei Fabrik de Suisse, Verschwitzers, La Fabrica de Suisserie, Schweizer machen. So, guten Morgen miteinander. Heute Großkampftag. Vom Ablauf werden wir es so machen, wir machen 2 Buffets, also normal die Bar hinten. Getränke, alles klar, denke ich. Gläser, ist gut. Ich bin Bürger von Pontresina und Falandas. Ich bin in Pontresina aufgewachsen. Ich bin Hotelier vom Hotel Walter und vom Hotel Steinbock, wo ich mit meiner Frau zusammen in dritter Generation jetzt seit 23 Jahren führe. Gut. Schau mal im Speisesaal, welchen Tisch das Sie reserviert haben. Also ich denke, es kann jeder Schweizer Bürger werden, der das will, der die Werte vertritt und mit diesen Wertvorstellungen leben will. Und die sind auch alle herzlich willkommen. Wenn es jemand nicht will, dann geht es einfach nicht. Dann haben wir auch die Mechanismen, dass man das eben kann verhindern kann in dem Sinn. Oder? Wir sind eine klassische Tourismusregion. Sicher etwa 70% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ausländer. Auf 12 Nationen mittlerweile. Also, ohne die Ausländer geht es gar nicht. Ohne Thomas Walter wäre Pontresina nicht Pontresina. Der Hotelier ist Präsident der Bürgergemeinde. Er sitzt in etlichen Verwaltungsräten. Vor allem aber ist er einer der größten Arbeitgeber der äußerst touristischen Berggemeinde. Also ich mag mich erinnern, meine Großeltern haben praktisch alles ausschließlich italienische Gastarbeiter, wie man damals gesagt hat. Dann ist die Welle mehr Richtung Spanien gegangen. Dann ist es auch Richtung Jugoslawien damals gegangen. Und im Moment ist einfach Portugal sehr, sehr stark. Praktisch alle Schweizer wissen auch, dass der Wohlstand, den die Schweiz hat, nicht die Schweiz per se erarbeitet hat. Also der Gotthard hat wenig Schweizer gebaut, die Autobahnen haben auch wenig Schweizer gebaut. Also die ganze Wirtschaft ist so, weil das Land ist viel zu klein, um das Ganze hätte können erarbeiten. Kein Ziel, oder? Nein, es tut nicht. Ich weiß nicht, es kommt einfach kein Bier raus.
Das ist eigentlich das Ziel, dass man vor allem die Jugendlichen oder zum Teil Kinder können einbürgern von Familien, die schon lange jetzt in Pontresina leben und hier arbeiten und hier sehr gut integriert sind. Viele Kinder sind hier in Pontresina geboren, gehen hier in die Schule, reden Deutsch, Romanisch oder Italienisch. Und denen wollen wir eigentlich auch Wurzeln geben. Im kleinen Ferienort mit 2000 Einwohnern kennt jeder jeden. Und wer sich einbürgern lassen will, kennt Thomas Walter. Auch für Familie Corona Cardoso führt kein Weg an ihm vorbei. In ein paar Monaten wird er sie anhören. Ist das wieder Cola? Das hilft mir beim Verdauen. Ich habe viel zu viel Rösti gegessen. Gegen 4 oder 5 solltest du verdauen, Chiara. Genau das fehlt dir noch. Alles andere ist schon gemacht. Gut so. Nach 30 Jahren im Engadin hat sich die italienisch-portugiesische Familie doch noch dazu entschlossen, sich einbürgern zu lassen. Anna und Paolo sind bereit, sich auf das schier endlose Verfahren einzulassen. Pontresina ist mein Lieblingsdorf. Gut, ich kenne meinen Mann dort kennengelernt und das bleibt mir immer im Herz. Nach 30 Jahren, ich bin daheim da. Also das ist meine zweite Heimat eigentlich. Und wenn du siehst, dass du so gut integriert bist und du so Freude hast, und das finde ich schade, dass du ohne den Schweizer Pass kannst nicht abstimmen kannst. Für uns ist es ein bisschen kompliziert, weil mein Mann braucht bestimmte Sachen aus Italien, ich aus Portugal, die Tochter ist in der Schweiz geboren, also ist ein bisschen Organisation. Vom portugiesischen Konsulat in Rom? Nein, wir haben alles in Mailand machen lassen. Ein Schriftstück fehlt immer noch. Um an das Dokument zu kommen, setzt Anna auf eine bestens organisierte Gemeinschaft. Der Konsul von Portugal kommt regelmäßig aus Zürich bei den Portugiesen im Engadin vorbei. Er hat sein mobiles Büro mit dabei. Das ist eine sehr grosse Unterstützung für die portugiesische Gemeinschaft im Engadin. Du kannst viel Zeit und eigentlich auch Spesen sparen. Nach so vielen Jahren hier, also ich fühle mich schon Schweizer, also fehlt einfach der Pass. Uns erleichtert der Schweizer Pass nicht einfach nur das Leben. Uns gibt er das Gefühl, noch besser in die Schweiz integriert zu sein. Ich fühle mich nicht als Schweizerin, ich bin Pontresinerin. Ich brauchte einen Geburtsschein und unsere Heiratsurkunde. Ich habe vor über einem Monat bei meiner Heimatgemeinde nachgefragt. Zum Glück kenne ich dort noch ein paar Leute, sonst kann sich das in die Länge ziehen. Für Paolo ist es nur ein kurzer Abstecher in sein Heimatland. Die Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, liegt auf der anderen Seite des Berniner Passes in Italien. Dort hatte er auch mit Anna gewohnt, als sie frisch zusammengezogen waren. Damals, als Grenzgänger, haben sie täglich 120 Kilometer zurückgelegt, bei jedem Wetter. Im Winter gab es immer viel Verkehr und viel Schnee. Nach einem langen Arbeitstag die Strecke müde zurückzulegen, um nach Hause zu kommen, das war hart. Aber wir waren jung und naiv. In diesen Jahren haben wir ziemlich viel auf uns genommen, nur für die Arbeit. Wir wollten wissen, wie es ist, in der Schweiz zu arbeiten. Schau, wie das Wetter wechselt. Hier ist schon fast Frühling. Für mich ist das Veltlin eine andere Welt. Hier bin ich aufgewachsen. Im Veltlin ist vieles besser organisiert als im restlichen Italien. Hier sind deine Urkunden. Grazie mille.
Ich bin erst seit 2 Tagen Bürgermeister. Und schon habe ich etwas Wichtiges erreicht. Nach so langer Zeit in der Schweiz haben wir doch mehr verdient als nur die Arbeit, oder? Che lavoro. Ganz anders als in Graubünden ist die Sichtweise im Kanton Tessin. Bei fast 70.000 Grenzgängern täglich werden Ausländer anders wahrgenommen. Ich heiße David Mengstab. Ich stamme aus Eritrea. Ich bin 46 Jahre alt und lebe seit fast 12 Jahren in der Schweiz. Ich bin Verkäufer im Mediamarkt. Ich war im Krieg gegen Äthiopien und habe für mein Land gekämpft. Dabei wurde ich verletzt. Ich habe mein Blut für Eritrea gegeben. Meine Großeltern haben 30 Jahre lang gegen Äthiopien gekämpft. Sie sind nicht geflüchtet. Auch meine Freunde führen den Kampf weiter. Ich nicht. Ich musste weg. Nach 10 Jahren Militärdienst hat sich David dazu durchgerungen, aus Eritrea zu flüchten, wo die Kämpfe andauern. Er musste seine ganze Familie zurücklassen, als er sich für ein Leben im Exil entschied. Wenn du daran denkst, aus Eritrea zu fliehen, rechnest du nicht damit, dass der Weg so hart sein wird. Am härtesten war die Sahara und das Meer. In der Wüste, ohne Wasser, hältst du keinen halben Tag durch. Wenn du einen Freund, ein Kind, eine Frau in der Wüste sterben siehst, dann denkst du daran, umzukehren. Aber du kannst nicht. Wer kehrt schon um? Und wenn jemand auf dem Meer im Boot stirbt, dann nimmst du ihn nicht bis nach Italien mit, sondern wirfst ihn über Bord. Wir fragen uns, wie human die Situation ist. Du machst die ganze Reise durch Libyen mit einem Jungen, der unterwegs stirbt. Du wirfst ihn ins Meer, noch bevor du Italien erreicht hast. Was hat das für einen Sinn? Dein Körper ist zwar in Italien angekommen, aber deine Seele erholt sich niemals. Nach 2,5 Jahren Ungewissheit erhielt David den Flüchtlingsstatus und beantragte den Familiennachzug. Seine Frau und seine Tochter konnten zu ihm nach Lugano reisen. Seither sind noch 2 Söhne dazugekommen. Heute besitzt er einen C-Ausweis. Vor kurzem hat er für sich und seine Familie ein Einbürgerungsgesuch gestellt. Für David bedeutete die Schweiz Genf und die Menschenrechte. Doch als er in Tessin ankam, stand der Kanton unter dem Einfluss der Lega dei Ticinesi und deren sehr restriktive Einwanderungspolitik. David wird das hautnah zu spüren bekommen. Seit über 25 Jahren sitzt ein Lega-Mitglied der kommunalen Einbürgerungskommission vor. Politik ist meine Leidenschaft. Die Tessiner Lega hat mir Raum geschaffen. Von der CVP hatte ich mich enttäuscht abgewandt. Zu der Zeit waren meine Eltern mit Giuliano Bignasca befreundet. Und so kam ich zur Lega. Im Kanton Tessin ist Wahltag. Enea Petrini ist unterwegs zu seinem Stammtisch, um die Ergebnisse zu erfahren. Für mich hat diese Kampagne 2 Aspekte. Zum einen die Ergebnisse im Staatsrat und im Großen Rat. Die sind natürlich wichtig. Zum anderen erlebe ich die Wahl aber auch auf einer persönlicheren Ebene, weil ich ja selbst für einen Sitz im Großen Rat kandidiere. Morgen weiß ich, ob ich wiedergewählt wurde. Die Lega soll hochleben. Lega für immer. Und gewinnen. Morgen soll sie aufs Titelblatt. Die Lega, das war eine Bewegung der Unzufriedenen. Klar ist es einfacher, die Unzufriedenen zu bewegen, als die Zufriedenen. Inzwischen ist die Lega überall vertreten. Vom Stadtrat in Lugano bis in den Tessiner Staatsrat.
Auch auf allen Stufen der Einbürgerungsverfahren trifft man auf Lega-Mitglieder. Die harten Positionen der Partei in Einwanderungsfragen haben zu einer Verschärfung der kantonalen Gesetze über das Bürgerrecht geführt. Die Anforderungen hier gehen weit über die Kriterien des Bundesgesetzes hinaus. Sollte es hier schwieriger sein als anderswo, Schweizer zu werden? Die Lega ist nicht grundsätzlich gegen die Einbürgerung. Die Lega ist aber dagegen, dass man Leuten den Schweizer Pass schenkt, die nicht verdienen. Enea Petrini findet, dass man sich den Schweizer Pass verdienen müsse. Für David und seine Familie bedeutet das, dass sie sich am Tag ihrer Anhörung vor dem Kommissionspräsidenten keine Fehler leisten dürfen. Das Einbürgerungsgesuch hat David vor 6 Monaten eingereicht. Seither wartet er auf das Aufgebot. Wie ist das Schloss in Bellinzona? Warst du gestern dort? Das waren vielleicht viele Stufen. Wir wurden gefragt, wie wir rauf wollen. Der Lehrer hat gefragt, wollt ihr den Lift nehmen oder zu Fuß hoch? Wir alle den Lift. Darauf der Lehrer, gut, dann gehen alle zu Fuß. Wir also rauf über die Treppe. Daphne und ich waren ganz vorne. Das war der Aufstieg zum Everest. Oben angekommen waren wir total erledigt. Wie viele Stufen waren es denn? Keine Ahnung. Sicher nicht mal 1 Kilometer. Vielleicht 100, 200 Meter, nicht mehr. Warum wart ihr so müde, Kinder? Ihr seid jung. Als ich so alt war wie ihr, habe ich jeden Tag 16 Kilometer zurückgelegt. Zu Fuß? Ja, um in die Schule zu gehen. Ich habe euch das schon mal erzählt. 8 Kilometer hin und 8 Kilometer zurück. Und du behauptest, nach 5 Minuten Treppensteigen seist du erledigt. Die Jugend von heute. Ja, die heutige Jugend. Ich habe den Kindern auch gesagt, was es für mich bedeutet, eingebürgert zu werden. Das ist mir wichtig. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich arbeite hier. Meine Kinder sind hier geboren. Mein ganzes Leben spielt sich hier ab. Deshalb habe ich den Antrag gemacht. Wo kommt die hin? Der 63, der kommt zu der WC-Weg ab. Aber das kann man nachher runterfahren. Ja. Die Leute haben die nette Angewohnheit gern auf diese schönen, dicken Kupplung, wo viel Spannung, viel Stromstärke fließt, aufzupinkeln. Sollte man nicht meinen, aber ist tatsächlich so. Ich würde es nicht machen. Zu gefährlich. Nicht ganz die feine Schweizer Art. Aber es bräuchte mehr, um Andreas davon abzubringen, Schweizer werden zu wollen. Andreas Luther stammt aus der ehemaligen DDR. Schweiz war unerreichbar wie Amerika, ja? Oder Kanada oder Australien oder so. Es war irgendwo ein Traum. Und wie lange bist du da? 2006. Ja, eben. Nach 13 Jahren. Dass man Schweizer werden will, das verstehe ich sehr gut, ja. Die Bundesrepublik interessiert mich nicht. Mein Land gibt es nicht mehr, die DDR. Und da ist für mich die Schweiz, wo ich mich heimisch fühle. Und dann ist natürlich dann die logische Konsequenz, dass man eben auch Staatsbürger versucht zu werden. Also beantragt und das versucht zu erreichen. Ja. Andreas und seine Familie ließen sich vor 13 Jahren am Ufer des Zürichsees nieder. Wenn man so will, auf der falschen Seite. Sie konnten ja nicht wissen, dass Freienbach zum eher konservativen Kanton Schwyz gehört, der mit am zurückhaltendsten einbürgert. So wie ich gehört habe, ist es im Kanton Schwyz mit am schlimmsten. Und man hat ja auch Arbeitskollegen, die auch eben das schon hinter sich hatten, aber eben in Zürich. Und wenn ich mir das so anhöre, dann, ja, wie soll ich sagen? So in Zürich ist es ungefähr so, man springt über so ein kleines Stöckchen in der Höhe und in Freienbach springt man über eine 3 Meter hohe Mauer.
Andreas weiß, wovon er redet. Seine Tochter ist gegen die Mauer gerannt. Sie war vor 5 Jahren die erste der Familie, die sich einbürgern lassen wollte. Ihre Anhörung erlebte sie wie einen Albtraum. Die es nicht geschafft hat. Da war sie gerade 20 Jahre alt. Die macht jetzt Flugbegleiter. Mein Töchterchen. Ganz klein. Bei meiner Tochter hat es nicht geklappt. Ich finde es für sie traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber das ist nicht so, dass mich das entmutigt. Ja, sie hätte es ja weiter versuchen können. Aber sie hat die Konsequenz gezogen, ist wieder nach Deutschland zurück. Tochter Lisa hatte ihre Jugendzeit in Freienbach verbracht. Die abschlägige Antwort empfand sie als komplette Ablehnung. Daraufhin kehrte sie der Schweiz den Rücken. Zurück blieb Andreas mit seinem Wunsch, Schweizer zu werden. In 7 Monaten wird er vor demselben Gremium stehen, das seine Tochter abgewiesen hat. Jemanden abzulehnen, braucht für mich schon recht starke Gründe. Also zum Beispiel nicht wissen, dass man die Rätsel als Bär kennt, nicht wissen, dass man, wie die Anlage da unten heisst, wo es die Anhörung kennt. Anina Herrmann war bei Lisas Anhörung mit dabei. Zu den Gründen, weshalb Lisa gescheitert ist, will sie nicht sagen. Sie verweist auf die Bestimmungen der Gemeinde. Die Gegend ist sehr schön. Wir sind nahe am Flughafen Zürich. Wir haben hier die Ausbildungen der Kinder. Wir haben sehr gute Schulen. Und das sind schon Kriterien, die viele halt dann sagen, wir kommen in den Kanton Schweiz. Ja, gut. Im wohlhabenden Freienbach stammt 1/3 der Einwohnerschaft aus dem Ausland. Anina Herrmann wohnt seit über 30 Jahren hier. Die pensionierte Pflegefachfrau macht beim generationenübergreifenden Projekt Senioren in der Kinderkrippe mit. Roman, du bist ein Schlaumeier, du weißt nämlich, wie es geht. Ja. Meine Kinder sind jetzt natürlich bald 30. Und was sie hier in den Kindergarten sind und auch in der Schule, sie haben fast keine Ausländerkinder in der Klasse. Das hat sich schon sehr, sehr verändert. Also eine erfolgreiche Integration, denke ich, ist einmal abhängig von der Sprache. Im Kindergarten haben wir schon bis 8 verschiedene Nationalitäten gehabt. Wir haben Kinder, die die Sprache zum Beispiel überhaupt noch nicht können, wenn sie kommen. Einige dieser Kinder, sollten sie sich eines Tages einbürgern lassen wollen, finden sich vielleicht dereinst vor Anina Herrmann wieder. Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, dass Minderjährige ab 12 Jahren alleine angehört werden können. Wir haben ja Leute, die noch Schüler sind. Wir haben auch schon 60-Jährige gehabt, die sich plötzlich entscheiden, sie wollen jetzt gleich eingebürgert werden. Es ist nach wie vor sehr, sehr ein beliebter Pass. Das haben wir schon auch gesehen. Also haben wir für so einen begehrten Schweizer Pass auch mal ein paar Stunden her sitzen und ein bisschen etwas darüber lernen. So. Beginnen mit Geografie, Geschichte, Sprache. War der erste Kursabend. Da gibt es so Grundwissen. Also, Nationalfeiertag, 1. August, haben wir gesehen. Dann Fläche. In der Vorbereitung für Einbürgerungswillige ist Andreas an seinem 6. und letzten Kurs. Wie die anderen Bewerbenden bereitet er sich auf den kantonalen Einbürgerungstest vor. In Freienbach ist das Bestehen des Tests Voraussetzung für die Aufnahme des Verfahrens. Anzahl Kantone. Galizi, da können Sie 7, 8 schon aufzählen mit Abkürzung. SG steht für Z U R VS ZK gibt's nicht. Gut. Durch welche Seen fließt der Rhein? Sie haben eine große Schweizer Karte hinten, oder? Durch den Boden. Man muss eben viel lernen. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Durch die Aare, die dann durch Bern dort fließt.
Ich würde sagen, das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Ich möchte was und dafür muss man auch was bringen. Einfach so, das wäre wie zugeworfen. Also halt, wüsste man dann wahrscheinlich nicht so zu schätzen, als wenn man es selber geschafft hat. Demokratie und Föderalismus, Nationalrat, Ständerat. Wen vertreten die Nationalräte und Nationalrätinnen? Die Bevölkerung. Also bevölkerungsreiche Kantone haben viele Vertreterinnen, bevölkerungsarme Kantone haben eher wenige. Die Ständeräte vertreten wen? Also ich finde es sehr gut, dass man eben sich auch über das Land informiert, über die Bildung, über die Kultur. Was jetzt nun jeder Schweizer in der Schule lernt, dass man da auch Bescheid weiß. Ja? Und spüren Sie jetzt Nachteile, wenn Sie den Schweizer Pass nicht haben? Sozial eigentlich nicht. Ist bloß eben, wie gesagt, man wird fremdbestimmt. Man hat kein eigenes Mitspracherecht. Ja? Ja, wir können ja Wohnungen kaufen, wir können alles machen, aber wir können nicht sagen, welche Politiker können kann im Parlament sein, zum Beispiel. Das Gefühl, dass wir jetzt auch abstimmen dürfen, vielleicht für viele zum ersten Mal im Leben ein Kreuzchen machen im direktdemokratischen System und zu sagen, gut, wir sind jetzt Teil auch dieser Menge, das ist eine Gefühlssache. Das ist ja ein technischer Prozess, eigentlich, den Sie machen, oder? Und trotzdem geht es eigentlich um viele Gefühle auch und um Herz auch, oder? Ja, tolle Antwort. Schön, also, schaffen wir, hä? Willkommen bei der Einbürgerungsstelle, die von der Stadt Lausanne betrieben wird. Das Angebot ist für Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in Lausanne einbürgern lassen wollen, kostenlos. In Lausanne wird kein schriftlicher Test durchgeführt. Entscheidend ist die Anhörung vor der Gemeinde. Alle hier in diesem Saal haben ihr Gesuch vor der Anpassung des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht 2018 eingereicht. Seither wurde das Gesetz verschärft. Wer den Schweizer Pass will, braucht mindestens einen C-Ausweis, 10 Jahre Aufenthalt im Land, schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse und darf während 3er Jahre vor der Gesucheinreichung keine Sozialhilfe bezogen haben. Viele würden diese neuen Bedingungen nicht erfüllen. Um ein Scheitern zu vermeiden, setzen die Bewerberinnen und Bewerber auf das Ausbildner-Ehepaar Brigitte und Douglas Gonzalez. Wir gehören zum Maßnahmenpaket, das für die Kandidierenden geschnürt wurde, damit sie bestehen. Und für uns ist es Teil unserer Bürgerpflicht. Brigitte und Douglas, venezolanisch-schweizerische Doppelbürger, haben selbst das Einbürgerungsverfahren durchlaufen. Nachdem sie sich in Lausanne niedergelassen hatten, haben sie sich aktiv um ihre Integration bemüht. Um künftige Mitbürger zu unterstützen, setzen sie all ihre Energie für das Coachen ein. Hallo. Wie wird die Anhörung vor der Einbürgerungskommission ablaufen? Ihnen werden Fragen zum politischen System der Schweiz gestellt, zur Geografie und zur Geschichte. Wer weiß, wo sich das Bundesamt für Gesundheit befindet? Es hat alle denkbaren Profile. Von der Analphabetin, die als Haushälterin arbeitet, zum Doktor in Philosophie, der an der ETH Lausanne unterrichtet. Die Palette ist riesig. Die Gemeinde bildet den Kern. Also, sind Sie für oder gegen das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung? Es sind Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und um 6 müde nach Hause kommen. Man sieht es ihnen an. Das ist alles so kompliziert und doch müssen sie es wissen. Wir sagen, wir wissen zwar nicht genau, welche Fragen man ihnen stellen wird, aber wir versuchen, sie so gut wie möglich vorzubereiten, damit sie auf jede Frage eine Antwort haben. Wie heißt die Präsidentin des Waadtländer Staatsrats? Gorrit, ja. Wer vertritt die Exekutive im Kanton Waadt? Der Staatsrat. Wie viele Sitze hat er? 7. Können Sie sie aufzählen? Bevor Sie Ihr Gesuch eingereicht haben, hat man diesen Menschen gesagt, dass die Politik nichts für sie sei, weil sie Ausländer sind. Und jetzt plötzlich müssen sie das fehlende Wissen nachbüffeln. Wo haben die ersten Eidgenossen ihren Schwur abgelegt? Ich habe es falsch gelesen. Auf der Rütli-Wiese, genau. Wer war Wilhelm Tell? Hm?
Das ist schwierig. Der Mann, der mit der Armbrust einen Pfeil durch einen Apfel geschossen hat, der auf dem Kopf seines Sohnes lag? Sagt das niemandem was? Napoleon. Napoleon. Nein, nicht Napoleon, der war Franzose. In welcher Stadt befindet sich der Bärengraben? Genau. Wie starb Major Davelle? Er wurde geköpft. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie alle den Schweizer Pass. Die Leute haben Angst. Seit 40 Jahren haben sie keine Schulbank mehr gedrückt. Und dann sollen sie plötzlich eine Prüfung bestehen. Schon allein die Tatsache, dass sie vor einer Kommission stehen, versetzt sie in Angst und Schrecken. Vieles weiß ich ja schon. Trotzdem bin ich etwas angespannt. Tina Turner ist Schweizerin. Okay, sie ist Amerikanerin. Sie ist vor Millionen von Menschen aufgetreten. Aber trotzdem hatte sie nie zuvor so viel Angst im Leben, wie an dem Tag, an dem sie für die Einbürgerung angehört wurde. Tina Turner. Bist du nervös? Ein bisschen. Wir sind gut vorbereitet. Und wenn alles gut geht, sollte das keine große Sache werden. Was denkst du? Wir werden sehen. Gehen wir, meine Liebe. Sitzt mein Hemd hinten richtig? Ja, ja. Ich habe mich für den Sitz in der Einbürgerungskommission beworben, weil ich den Kontakt mit Menschen schätze. Menschen kennenlernen und mit ihnen diskutieren, das gefällt mir. Ich weiß noch, als ich in die Schweiz kam, fand ich die Waadtländer sehr ernst. Ich fand es am Anfang schwierig, mit den Lausannern in Kontakt zu kommen. Die Leute hier sind etwas zurückhaltender, finde ich. Ich bin Doppelbürgerin, Französin und Schweizerin. Ich habe in Dijon studiert und dann einen Schweizer kennengelernt. Wir haben geheiratet und ich bin nach Lausanne gezogen. Das war 1973. Damals war das Gesetz anders. Wenn eine Frau einen Schweizer heiratete, wurde sie automatisch Schweizerin. Der Schweizer Pass war also gewissermaßen Teil der Mitgift. Diesen Menschen muss man mit einer gewissen Seriosität begegnen, ihnen gegenüber angemessen auftreten. Mir ist natürlich bewusst, dass es für sie um viel geht. Hier entscheidet sich alles. Können wir, meine Damen und Herren? Bonjour, madame. Obwohl das italienisch-spanische Rentnerpaar schon seit gut 60 Jahren in der Schweiz lebt, fällt der Entscheid über seine Einbürgerung hier vor dieser Kommission. In nur 20 Minuten. Wir von der Einbürgerungskommission heißen Sie willkommen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollen wir wissen, weshalb Sie sich einbürgern lassen wollen, Herr Di Giandomenico. Um mich als echter Schweizer Bürger zu fühlen. Weil wir seit 60 Jahren immer etwas abseits stehen, bei den Abstimmungen und auch sonst. Möchten Sie etwas hinzufügen, Frau Di Giandomenico? Unsere Kinder sind Schweizer, unsere Enkelkinder auch. Warum sollten nicht auch wir uns einbürgern lassen? Ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr in der Schweiz und ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ja, Sie haben immer gearbeitet. Ich habe immer gearbeitet, auch als die Kinder klein waren. Sehr gut. Dann fangen wir mit den Fragen an. Beginnen wir mit Geschichte. Einverstanden? Sagt Ihnen der Name Major Davelle etwas? Er hat versucht, eine Revolution gegen die Berner anzuzetteln. Er wurde geköpft. Aber der Kanton Waadt ist ja dann doch unabhängig geworden. In welchem Jahr? 1788.
98. Genau, 98, Entschuldigung. Am 24. Januar 1798. Monsieur, nun zur Schweizer Geschichte. Es gibt eine erste Bundesverfassung. Wissen Sie, von wann diese erste Bundesverfassung stammt? Das war 1874. Das war die zweite und die erste? 1848. Genau, 1848, das war die erste. Ich glaube nicht, dass alle Schweizer das wissen. Aber wir verlangen von den Ausländern, die sich dieser Prüfung stellen, dass sie das wissen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Ich gebe meinem Kollegen das Wort für die weiteren Themen. Ich schlage vor, dass wir mit den politischen Institutionen weitermachen. Minuten werden zur Ewigkeit. Die Angst vor dem entscheidenden Fehler ist jederzeit spürbar. Auf Stufe Bundesversammlung besteht das Parlament aus wie vielen Kammern? Aus zwei Kammern. Genau. Und wie heißen diese beiden Kammern? Der Staatsrat. Der Ständerat. Ah ja, der Ständerat hat 46 Sitze. Bevor ich Mitglied der Einbürgerungskommission wurde, wusste ich nicht, wie viele Nationalräte oder Ständeräte es gibt. Ich hatte keine Ahnung. Wenn ich den Test hätte machen müssen, ich wäre durchgefallen. Ganz sicher. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Referendum und einer Initiative? Wer beginnt? Referendum. Mit einem Referendum stößt man ein Gesetz an. Und dann... Ich habe gehört, wie Ihre Frau Nein gesagt hat. Bitte korrigieren Sie und dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. Also bitte. Das Referendum. Man ergreift ein Referendum, um gegen ein beschlossenes Gesetz vorzugehen. Ich finde es normal, dass dieses Wissen verlangt wird. Nicht normal ist, dass die meisten Schweizer all das nicht wissen. Welche Farben hat das Wappen von Lausanne? Weiß und Rot. Genau. Und das vom Kanton Waadt? Weiß und Grün. Das ist richtig. Damit wäre das Gespräch zu Ende. Wir zwei beraten uns jetzt und fällen unseren Entscheid, den Sie dann von der Gemeinde erhalten. Bei einem positiven Entscheid geht Ihr Dossier an den Kanton und dann weiter an den Bund. Sie brauchen etwas Geduld, denn es dauert dann noch 1,5 Jahre, bis Sie den Schweizer Pass erhalten. Vielen Dank. 1,5 Jahre im besten Fall. Denn das Bundesgesetz setzt keine Fristen. Es gibt nur Empfehlungen ab. Die Stadt Lausanne verpflichtet sich immerhin, den Entscheid bis 6 Wochen nach der Anhörung bekannt zu geben. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Aber der Entscheid liegt doch bei Ihnen, nicht? Ja, noch ist nichts entschieden. Aber ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Die Einbürgerungskommission von Lausanne hat uns die einmalige Gelegenheit gegeben, mit der Kamera an ihrer Beratung dabei zu sein. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte durch. Beherrschung der französischen Sprache. Er spricht sehr gut Französisch. Er hat unsere Fragen perfekt verstanden und uns korrekt geantwortet. Sehr gut, ja. Und Sie doch auch. Integration? Integration gut. Man merkt, dass Sie immer in Lausanne gelebt haben. Sie besitzen eine Eigentumswohnung, haben 2 erwachsene Kinder, die virtuos Akkordeon spielen. Eine echte Erfolgsgeschichte. Genau, dann schreiben wir perfekt integriert. Perfekt integriert. Bei beiden? Genau. Einverstanden. Kenntnisse der Geschichte. Bei ihr ausgezeichnet. Bei ihm etwas weniger. Sagen wir, sehr gut. Bei der Anspannung konnte er wahrscheinlich nicht all seine Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen. Wir können sehr gut setzen. Dann sind wir uns einig. Sehr gut. Der Vorentscheid fällt damit positiv aus. Ist notiert. Eliane Aubert und ihr Kollege gehen zum nächsten Dossier über. Die Zeit drängt. Bis Ende des Jahres muss die Kommission zwingend alle 1600 Bewerbungsdossiers abarbeiten, die noch unter dem alten Gesetz eingereicht wurden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die 10-köpfige Kommission in 2er-Teams, die sich täglich abwechseln. Die Ausländerinnen und Ausländer in Lausanne haben ein Schreiben der Stadtverwaltung bekommen, in dem erklärt wurde, dass es eine neue, strengere Einbürgerungsgesetzgebung gebe. Wir haben Ihnen damals empfohlen, das Gesuch vor dem 31. Dezember 2017 einzureichen, damit das Dossier gemäß dem alten Gesetz behandelt wird, was die Einbürgerung erleichtert. Bevor Sie von der Einbürgerungskommission angehört werden, müssen die Bewerber aber erst eine andere Hürde nehmen. Anna und Paolo haben nun endlich alle Dokumente beisammen, die sie für das Verfahren benötigen. Anna. Nach all den Jahren habe ich jetzt alle Unterlagen, die ich brauche. Hier. Eheurkunde. 2016 haben wir auch die ganze Unterlage schon vorbereitet.
Und haben wir eine ganz schlechte Nachricht bekommen, dass der Paolo krank ist. Also er hat Krebs gehabt. Dann ist die Zeit gegangen und klar ist, sind alle Dokumente abgelaufen. Und dann muss ich alles wieder anfangen, vom Neuen. Die Kopie. Deine und die von Chiara. In der ganzen Schweiz ist es dasselbe Geduldsspiel, bis der Papierkram erledigt ist und alle benötigten Unterlagen vorliegen. Niederlassungsbewilligung, Identitätsausweise, Strafregisterauszug, Sprachnachweis, Leumundszeugnis, Betreibungsregisterauszug, Lohnausweise, Personenstandsregisterauszug, Steuererklärung, Referenzen und meist auch noch ein Bewerbungsschreiben. Das ist nicht nichts. Schau, wie viele. Aber jetzt habe ich sie alle beisammen. Überall in der Schweiz sieht die Einbürgerungspraxis etwas anders aus. Im Tessin muss man einen Test bestehen, den man nach einem obligatorischen 40-stündigen Kurs ablegen kann. In Schwyz steht es den Gemeinden frei, einen kantonalen Test zu verlangen. Die Bewerbenden müssen aber eine Selbsteinschätzung zu ihrer Integration ausfüllen. Oh, noch mehr. Hab ein regelmäßiges Einkommen, hab keine Sozialhilfe bezogen und hab keine Verbrechen begangen oder Vergehen oder eine Übertretung, Buße begangen, welche mehr als 1000 Franken gekostet hat. Während Andreas kopfschüttelnd das Formular ausfüllt, brauchen Corona Cardosos in Pontresina ihr Dossier nur noch zur Post zu bringen, damit das Verfahren seinen Lauf nimmt. Wir haben alles beisammen. Abwarten. Für David hat die Dauer des Verfahrens Folgen. Als Flüchtling kann er nicht nach Eritrea zurück. Seine Kinder haben weder ihre Heimat noch ihre Verwandten dort je gesehen. Seit 13 Jahren sehnt sich David nach einem Wiedersehen mit seinem Vater. Ohne Pass ist daran nicht zu denken. Hallo. Merhaba. Hallo. Wie geht's? Es geht, aber ich werde langsam alt. Das sagst du schon lange. David, mein Sohn. Immerhin bin ich jetzt 85. Okay. Gut, die Kinder sind hier bei mir. Ich gebe dir Emias. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Kleiner. Aber ihr fehlt mir sehr. Heute ist ein gesegneter Tag. Es ist ein gesegneter Sonntag. Gott sei Dank. Das ist gut, mein Sohn. Mein einziger Wunsch ist, dich wiederzusehen, bevor es zu spät ist. Ausgeschlossen, dass du uns verlässt. Du wirst 90 Jahre alt. Das Wichtigste ist, dass ich dich wiedersehe. Ich wünsche mir nur das. Amen, Amen, Papa. Leg auf, das Gespräch wird sonst zu teuer. In Ordnung, Papa. Ich rufe dich bald wieder an. Einverstanden, Sohn. In Ordnung. Mein Vater ist 85 Jahre alt. Er kann nicht in die Schweiz reisen und ich kann nicht zurück nach Eritrea. Das betrifft nicht nur mich, sondern alle, die in der Schweiz Asyl beantragt haben. Die, die nach Schweden oder Norwegen, nach Finnland oder in die Niederlande gehen oder nach Großbritannien, die haben nach 5 oder 6 Jahren einen Pass und können nach Eritrea zurück. Deshalb fragt mich mein Vater immer wieder, David, warum kommst du nicht? Ihn umarmen zu können, fehlt mir, sein Lachen zu sehen. Mir ist das sehr wichtig. Ich würde ihn gerne sehen, bevor er stirbt. Ich weiß ja, dass es passieren wird. Aber ich hoffe, dass er nicht jetzt geht. Nicht bevor wir ihn besucht haben. Es kommt mir so vor wie beim Eislaufen. Oder? Wir haben jetzt die Pflichtmodule, die haben wir jetzt gehabt. Und am Dienstag kommt dann Ihre Kür. Wie steht es um Ihren Puls im Moment etwa von 0 bis 10? 10 wäre ganz so, 0 ist so relax. Bratomczak? Ziemlich hoch. Ziemlich hoch. Was macht das aus, dass der Puls so hoch ist? Nein, ich glaube, die Wichtigkeit für diese Prüfung für uns alle. Gut. Nervös, ja, man hofft das Beste. Und wir haben Montag frei. Da kann man 3 Tage intensiv das nutzen. Gut, noch etwas? Das schaffen wir alle. Ne? Gut, danke. Danke auch.
Gut, alles Gute und viel Erfolg. Andreas stellt sich den 50 Fragen des Einbürgerungstests des Kantons Schwyz. Scheitert er, wird das gesamte Verfahren eingestellt. David hat einen befristeten Arbeitsvertrag. Er hofft, bald einen unbefristeten von seinem Arbeitgeber zu bekommen, denn sonst erfüllt er eine Voraussetzung für die Einbürgerung nicht. Jeder Bewerber muss für sich und seine Familie aufkommen können. Während Anna und Paolo ihrer Arbeit nachgehen, prüfen die Bündner Behörden ihr Dossier auf Herz und Nieren. Beim kleinsten Makel geht es an die Absender zurück und das Spiel beginnt von vorn. In Lausanne folgt eine Anhörung auf die andere, ohne Pause. Gerade ist das Ehepaar Sivanesan aus Sri Lanka an der Reihe, sich den Fragen der Einbürgerungskommission zu stellen. Wurde Ihnen präsentiert vom 100% elektrischen Nissan Leaf.